Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 2 von Simotrans mit dem Comic Pack und die Version 06 ist das ja hier. Wir hatten neu angefangen, wir haben schon ein paar Linien gemacht, wo wir schon letztes Mal reingeguckt haben. Hier zum Beispiel sind 6 drin, wir müssen jetzt ein bisschen schauen. Ah, da sind nur 3 von 6, okay, das heißt, dieses hier ist nicht so wild, aber der fährt auch noch in die Richtung, der wird dann auch wieder zurück, ah, wird schon werden, also, wir gucken jetzt so ein bisschen nach, da war letztes Mal auf jeden Fall die von Geisling nach, weiß ich wohin, Linie, da fehlte schon die erste Kutsche, weil da standen schon ganz viele, ne, da kümmern wir uns auf jeden Fall drum und da müssen wir weiterschauen, ne, wie es weitergeht. Alles klar, nach dem Intro sehen wir uns wieder, bis gleich. So, dann gucken wir es uns jetzt gerade an, weiterlaufen lassen. Das hatten wir jetzt gecheckt. Die fährt dahin, die fährt dahin und die fährt auch noch da. Und da ist gar keiner drin, also brauchen wir diese Strecke nichts machen. Da ist sogar noch eine, da knapp daneben ist auch vorbei. Ne? Jetzt ist sie wahrscheinlich richtig, ah, die ist schon wieder voll. Gut, aber hier unten, diese waren definitiv Ganderke See. Nach Geislingen war das, ne? Also die sind ja alle voll und hier stehen noch welche. Ne? Da müssen wir mal gucken, wo fahren die nach Geislingen? Noch 3. Also eine Kutsche kann da definitiv noch drauf. Das heißt, Ganderkäse, Geislingen. Ja, das ist schon mal gut so. Das heißt, wir gehen zum Depot und schicken da noch eine Kutsche hin. Gespannt. Das war das etwas schnellere hier. Ne? Ja. Und die Postkutsche da dran. Ne? Ah, das ist ein 25er. Ich hoffe, ich habe das bei der dann auch so richtig gemacht, ne? Das war Postdecke, naja. Das passt und das ist jetzt der Regionalbus Ganderkesee Geisling. Und Start fährt da auch noch eine hin. Jetzt müssen wir diese hier mal gerade angucken. Die ist voll. Und diese hier angucken, die ist auch voll. Und wer steht jetzt hier noch nach Rudolstadt? 9, das heißt, da kann definitiv auch noch eine Kutsche drauf. Okay, jetzt habe ich gerade die Kutsche erwischt, die da rausfährt. Das wollte ich natürlich nicht. 25 km/h, ja. Mit Kutsche auch 25 km/h, ja. Und Route ist Neuss-Rudolstadt oder Rudolstadt-Neuss. Neuss-Rudolstadt. Und starten. So, dann haben wir hier 3 Kutschen. Voll. Ups, das wollte ich nicht. Zweite Kutsche, nicht mehr voll. Und dritte wird dann auch nicht voll sein, oder? Nee, da fehlt es ganz. Okay, und hier haben wir 2 Kutschen. Keiner drinne, keiner drinne. Ja, super, ne? Von Waldkirch nach Erfurt will niemand fahren. Aber hier wollen 16 Leute zurück. Aha. Wir haben nur 2 Kutschen, sind 12. Das bedeutet, da müsste eigentlich noch eine mehr sein. Und hier, nee, die wollen doch alle mit. Aber wahrscheinlich war das erst die erste Tour hier, oder? Das heißt, Erfurt, Waldkirch, brauchen wir noch eine Kutsche. Und ich glaube, wir brauchen da, wenn man die Linie da gemacht hat, Erfurt, Waldkirch, nehme ich lieber nochmal 2. Weil da standen doch ein paar mehr jetzt. Okay, dann haben wir das auch fertig. Gehen wir hier auf die Karte. Das war jetzt hier, ne? Ja. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Da fahren ja auch noch ein paar rum. Da ist niemand drin. Achso, das waren die, die wir letztes Mal gehabt haben, wo gar keiner dran fuhr, ne? Ja, da waren alle leer. So, da ist jetzt wichtig, 4er sind es und wollen hoffen, dass jetzt hier mal irgendwer steht. Da steht noch keiner. Warum springt er so zurück? Hier steht auch keiner. Irgendwas ist hier faul. Greifswald. Und Übach. Und die hier, Greifswald, Übach. Fahrplan, Greifswald, Übach. Passt eigentlich. Schwierig, ne? Warum da keiner mitfährt oder einsteigen will.
Okay, das war jetzt erstmal nicht so wild. Okay, das ist Pfeiltasten richtig hier, ne? Wie gehabt. Und das ist Weilheim. Können wir Weilheim ja mit Warstein verbinden? Das ist ja. Dann würde ich sagen, fahren wir hier so runter, da lang, hier lang und dann dahin. Und das Ganze aber mit Zug, oder? Wenn ich jetzt hier die Normalspurbahn hier nehme und die mal da so lang ziehe. Abdeckung. Nee, Abdeckung ist nicht V oder was? Haben die das geändert? Das war doch immer V, oder? Ach, hier ist keine Station, da kann man keine Abdeckung anziehen, ne? Anzeigen, ne? Warte, V. V ist richtig gut. ja, wenn wir jetzt hier einen Bahnsteig hinbauen, ne? Güterbahnhof, das wäre Post und Dingens, das brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt den da hinbauen, sind wir nicht da dran. Ja, schade, ne? Also das war jetzt hier gerade nicht so der Deal. Vielleicht machen wir den Bahnhof hier lang. Ich glaube, wir machen den da lang. Reiß das nochmal hier weg. Da sind ein paar 1.000 Euro, die wir da jetzt gerade in den Sand gesetzt haben, ne? Aber egal, das machen wir jetzt. Nee, das geht nicht. Wir brauchen erst ein Gleis. So, dann den Bahnhof dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf machen wir. So, und dann das Gleis von da nach da. Und dann okay, der will so das bauen. Dann bauen wir das halt so, ne? Und dann den Bahnsteig hier hin. Später müssen wir das umbauen dann, ne? Und das Depot dahin, das passt dann schon mal. Und dann haben wir hier diese schicken Loks mit diesen schicken Anhängern. Ja, komm, dann machen wir einen tollen Zug raus, nämlich so ein. Wie viel hat er jetzt? 62 ist natürlich reichlich, ne? Aber ist halt so. Neue Linie erstellen. Und das ist Weilheim-Warstein. Also Regionalzug. Warstein. Weilheim. Schuss. Ist eigentlich egal, wo wir anfangen. Und hierhin. Und können wir eigentlich starten dann, ne? Ist drauf. Starten. Gehen wir mal hier hin, weil da kommt der Zug jetzt raus, oder? Oh ja, mit ganz viel Dampf. Der Adler. Hier wartet noch keiner. Und die andere Seite ist hier. Da ist auch noch keiner. Zug kommt das erste Mal in Weilheim an. Hat einen Top-Sound. Und fährt jetzt los. Niemand ist drinne. Können das mal gerade verfolgen, ne?
Können wir mal einmal schnell machen, ne? Gucken, wann da welche kommen. So, jetzt sind beide Bahnhöfe einmal besucht worden, sozusagen, sofort. Dann müsste ja hier irgendwas passieren, oder? Naja. Okay, das wird schwierig. Doch, da sind sie. 3, 3, alles ist gut. Wunderbar. Das heißt, da klappt es dann auch, ne? Machen wir erstmal zu hier. Alles ist gut. Plan? Ne, planen wir hier. Wülfrath haben wir natürlich ein Problem, weil Wülfrath natürlich nirgendwo ist. Also ist schon wo, ne? Hier haben wir eine Burg und eine Stadt. Borken. Ja. Und Langenfeld haben wir da oben. Und was haben wir da noch? Da ist noch eine Kirche. Da ist nichts. Hier unten haben wir noch Apolda und Grimma. Die beiden können wir auch verbinden. Aber das ist... Ne, wir machen erstmal hier oben weiter. Hier müsste man einen Hafen jetzt haben dann, ne? Und dafür brauchen wir eine Bushaltestelle, dass der Hafen bedient wird. Und wenn der Hafen bedient ist, müssen wir da oben einen Hafen haben. Das gestaltet sich dann schwierig hier. Da ist Wasser. Und Hafen war so eine Sache, ne? Anlegestelle für Güter. Alles Güteranlegestelle. Keine Personen da. Das heißt, Schiff geht gar nicht. Weil nicht möglich, oder? Ja, dann ist das schon mal erledigt erstmal. Wahrscheinlich war das bei dem anderen Spiel auch so, dass da keiner mitfuhr, ne? Kann das sein, dass es auch nur Anleger waren für Güter, die ich da hatte? Tja. Stationsgebäude gibt's noch nicht. Luftschiffe, können wir einen Zeppelin, aber da gibt es noch gar nicht. Gut. Und Straßenbahn? Oh, Straßenbahn wird es schon geben. Ja, das ist schlecht. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal nichts bauen. Höchstens hier eine Brücke rüber, ne? Würde ich jetzt aber nicht machen wollen. Bielefeld. Wo ist Bielefeld? Die Stadt, die es nicht gibt. Doch, gibt's. Gut, okay, das heißt, da brauchen wir erstmal nichts anpacken, ne? Da können wir vergessen. Dann müssen wir hier unten weitermachen. Da war beim Fluss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir mit, über den Fluss mit einer Brücke rüberkommen. Also ich würde mal jetzt Kutschen erstmal schicken hier, ne? Nee. Geht ja gar nicht. Nee, ist noch nicht möglich hier mit Kutsche und so. Ja, mit Straße. Ist noch keine Brücke vorhanden. Ist denn da eine Brücke vorhanden? Nee, auch nicht. Da gibt es nur eine Richtungsbeschränkung. Wofür ist das Plus? Ah, da kann man noch mehr aufmachen. Alles klar. Ja, schade. Brücken sind leider ausverkauft. Das heißt... Apolda, genauso wie Grimma, funktionieren erstmal nicht. Nur mit Hafen, ne? Hafen geht wiederum nicht, weil kein Personenverkehr da ist. Also fällt das auch aus. So, dann müssen wir weiter gucken. Hier sind ein paar Kirchen. Können die Burg anschließen? Hier haben wir angeschlossen. Bielefeld, können wir Bielefeld denn anschließen? Ja, könnte man, weil wir können hier rum. Und dann nach Erfurt mit dem Zug.
Das machen wir mal. Bielefeld und Erfurt mit dem Zug. Oh, wir haben ja schon Zeit rum. Aber das ist dann eine nächste Geschichte. Wir machen hier den Bahnsteig lang, fahren hier rüber. Hier so lang, hier rum und dann haben wir den Bahnsteig hier. Das ist Bielefeld. Nächstes Mal. Ne? Alles klar. Würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keiner überhaupt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.